bevor ich euch nun den eigentlichen Urlaubsfilm aus Jugoslawien zeige, habe ich in Berlin circa 14 Tage vorher einen Probefilm gedreht, weil ich ja mit meiner Kamera ganz neu in 1971 angefangen war. Diesen Probefilm werde ich jetzt anstellen. Hier sehen wir Angelika auf unserem Balkon und hier ist Oma mit einem sehr freundlichen Gesicht und Else hier schon in Urlaubsstimmung mit Hut drauf. Also wie gesagt, das war, hier sind wir mal am Europa-Zentrum, Angelika. Und hier auch ein bisschen mal, also sind alles Versuche, die so einigermaßen gelungen waren. Hier kommt hinter uns die Idee, und hier der Herr Krone guckt ganz blöd aus der Wäsche. Das Wetter war nicht so besonders, war regnerisch. Da hinten kommt Angelika. Hier die Kamera holt das schon mal ein bisschen ran mit dem Teleobjektiv. Hier ist Angelika mal im Kreisverkehr. Und nun habe ich hier das Panorama nochmal von den Europa-Center aufgenommen. Klein wenig geschwenkt. Also wie gesagt, alles Versuche. Und hier ist Angelika schon im Auto und probiert für unsere große Reise nach Jugoslawien das erste Bild von unserer Hotelsiedlung San Marino. Da ist es schon. Dort sind wir also nun den ersten Tag, machen wir uns fertig zum Baden. Und im Hintergrund sehen wir mal diese Karstgebirge, die so charakteristisch für die Jugoslawien sind. Und hier, es war ein bisschen windig, aber trotzdem sehr heiß. War früh morgens gegen 8:30. Und hier, die Damen haben sich gleich in Sand hingelegt und haben sich erstmal ein bisschen geaalt. Hier sieht man mal die Wellen, das war früh morgens, war das sehr windig und dadurch fanden wir natürlich sehr hohen Wellengang. Und Angelika hat das auch gleich mal ausprobiert, so eine Art Wellenreiten auf der Luftmatratze gemacht. Aber hier liegt sie noch, aber später hat sie sich dann mal ins Wasser begeben. Da macht sie das Wellenreiten. Also es war ganz fantastisch, ein ganz schönes, klares Wasser. Also wir haben dann anschließend eine Segelmotorbootfahrt gemacht und wir schipperten so langsam zu einer Raststätte. Der Toni hatte uns da gesagt, da gibt es ein bisschen Wein. Er wollte uns aber auch an einen Nacktbadestrand vorbeiführen oder fahren. Da ist er schon, das sind alles Steine und da liegen so die Nackten rum. Wir konnten nicht allzu viel erkennen, aber ein Pferdchen hatten wir erwischt. Die werden wir gleich zu sehen bekommen. Da ist man, diese Tusnelda, die dann sich schnell anzog. Und ansonsten haben wir aber selbst sehr viel schönere Badestrände gesehen, haben viel von unserem Urlaub gehabt und auch viel gesehen. Ganz spontan entschlossen wir uns im August 1978, einen Urlaub im eigenen Lande zu verbringen. Und so hatten wir auch gleich Gelegenheit, den neu erworbenen kleinen Japaner auszuprobieren. Hier fahren wir gerade nach Zorge im Südharz, hart an der Grenze zur Deutschen Demokratischen Republik. Aber hier sehen wir das Haus in seiner ganzen Pracht. Ein Blick von der Dorfstraße, die recht mühselig zu bewältigen war, denn es ging steil hinab. Und jedes Mal, wenn wir Schrippen holen mussten oder Brötchen oder einkaufen überhaupt, dann war es schon eine Mühsal, dort wieder hinauf zu klettern. Und man hatte sich sein Frühstück dann redlich verdient. Hier haben wir einen Blick von oben runter in Richtung Zorge zur Stadt.
Aber hier ist meine Tochter Susanne dabei, den Spiegel einzurichten. Und ab geht die Fahrt zu ihrer ersten Jungfernfahrt mit dem neu erstandenen Auto, das wir kürzlich erst erworben hatten. Hatten wir doch vorher einen großen Wagen, aber die sich nähernde Energiekrise veranlasste uns auf Sparflamme umzusteigen. Und so probierten wir den Japaner und sind sehr gut damit gefahren. Susanne ohne Führerschein zwar, aber doch schon ganz gekonnt. Mit großer Hingabe und Enthusiasmus meisterte unsere Susi ihren Fahrkurs. Meine Frau hatte natürlich nicht die leiseste Ahnung von unserem abenteuerlichen und wohl auch leichtsinnigen Unternehmen. Und die Vorwürfe waren dann auch dementsprechend. Hier wird der Wagen nochmal gründlich vorgestellt, denn mein Schwager im Schwarzwald soll ja schließlich sehen, was wir da gekauft haben. Als Abschluss unseres kleinen Filmes singt uns Susanne einen kleinen Titel der griechischen Sängerin Vicky Leandros. Oft wenn du bei deinen Freunden stehst, wünsch ich mir so, dass ich an deiner Seite wär. Ich schau dich an und ich fühl, du bist anders als all die anderen. Und ich weiß nicht, was mir so gefällt an dir. So wie du lachst, wie du gehst, du bist anders als all die anderen. Es muss Schicksal sein, denn ich kann nichts dafür, dass ich mehr und mehr mein Herz an dich verliere. La 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 la, ich bin verliebt. La 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 la. Nach diesem Film ist sie vom Singen etwas abgekommen, aber schwarze Kleider, Blusen, Röcke trägt sie nach wie vor gleich ihrem Idol. Die kleine perforierte Familienchronik ist zu Ende. Ein neues Jahr wird kommen, ein neuer Urlaub und ein neuer Film. Was immer ich auch tue. Ja, hier sind wir zur Silberhochzeit gefahren, nach Treptow im Osten. Da hatte mein Cousin Silberhochzeit. Da sind sie dann auch aus Westdeutschland gekommen. Das ist ja mal schließlich ein Ereignis, nicht? Tja, ich bin froh, dass ich jetzt so eine Kamera habe. Man kann doch immer die Erinnerungen auffangen. Jetzt zum Beispiel, da hatten wir auch den 80-jährigen Geburtstag meiner Tante, die man auch gleich sehen wird im Bild. Die konnten wir filmen und sie ist ja kurz danach gestorben. Das sind immer so schöne Erinnerungen. Tja, da kommt meine Nichte im Hintergrund, meine Jüngste. Tja, die lassen sich inzwischen auch scheiden. Und da, wer mampft denn da so? Also Kallemann, wie peinlich. Ja, dieses kalte Buffet ist wunderbar. Das war so eine Schwierigkeit, da ranzukommen. Da hatte mein Cousin Beziehung zu einer Kollegin und die hat wieder Beziehung zu der Stadtküche gehabt, denn sonst ist es auch da schwierig. Nebenbei bemerkt, muss man dann auch monatelang sich angemeldet haben. Tja, und da tanzen Bruder und Schwester. Mein Bruderherz und meine Schwester hier im Vordergrund. Aha, Vater und Sohn hatten eine Diskussion. Da ist Tante Lottchen. Ja, da ist sie. Und jetzt die Polonaise. Tja, bei uns in der Familie sind ja immer aktive Leute da am Werk. Mein Bruder, mein Cousin und so weiter, die arrangieren so etwas. Dann Marlies, Ducky, Hanni, Peter, Helga,
Ja, mein Schwager. Und da war noch mal Tante Lotti. So, hier kommen noch mal die Getränke. Micky, unsere Katze. Micky heißt die kleine Süße. Sie hat saubere, weiße Füße, ist verspielt und drollig, nebenbei ein wenig mollig. Sie ist auch eine von der Straße. Man bracht sie mir, da saß sie. Jetzt habe ich sie schon 7 Jahre und hat noch keine grauen Haare. Was macht sie manchmal uns für einen Spaß, dass unsere Augen werden nass. Drum ist sie unsere Micky Maus und bleibt auch schön zu Haus. Zirkusprinzessin ist sie auch. Denn wenn sie klettert, robbt auf dem Bauch, balanciert und rutscht nicht mal ab und das alles live, dann ist sie doch fast zirkusreif. Da Micky nun auch sanft ist wie ein Schaf und das nicht nur im Schlaf, hat sie noch einen dritten Namen, auf den wir schließlich kamen. Mangas heißt der kleine Schatz, weil sie so eine sanfte Katz. Wenn ich zur Tür reinkomme, macht sie sich erst mal lang, denkt, Frauchen ist nun da, na, Gott sei Dank. Und wie sie sich so reckt und streckt, sich oft und gerne gründlich leckt. Und welche Wonne, wenn es Essen gibt, so ein Buckel, wie der Schwanz sich biegt. Doch, Nuckeln, das ist ihre höchste Lust. Hat man das von einer Katz gewusst? Gezeichnet sind davon schon meine Sachen, aber was soll ich dagegen machen? Ich konnte es ihr nicht abgewöhnen, drum musste ich mich dran gewöhnen. Bestimmt aus deinem Zimmer, gut? Ja, das glaube ich auch. Jetzt muss ich doch mal gucken, was da draußen los ist. Hier ist ja ja nichts. War nichts gewesen, Anke. Wer weiß, was das war. Ach, du warst das Muppelchen. Na, das hätte ich ja nicht gedacht. Na, guck mal hier, mein Muppelchen. Na, fein. Muppelchen, guck mal, der Ball. Anlässlich einer Besichtigungsreise in Hamburg haben wir mit Freunden meine Schwester besucht. Und hier sehen wir, wie wir in der Gartenlaube das Essen zubereiten. Unser Freund hier guckt ganz vergnügt und unsere Freundin ist dabei. Und jetzt sind wir schon meine Frau tanzt inzwischen schon ein bisschen. Ja, nun. Hier, der Herr, der macht auch ein paar. Und jetzt kommt aus der Laube unsere Freundschaft raus. Und beide tanzen hier, die Damen. Wir hatten schon einige Schnäpse hinter uns. Und es war alles sehr recht lustig. Und wir haben viel von Hamburg gesehen. Wir haben Hafenrundfahrten gemacht. Und wir sind am
bei in Blankenese gewesen. Und wie gesagt, Hamburg ist eine sehr interessante Stadt und wir haben viel die Brücken überquert und so weiter. Und wir können schon sagen, es war doch sehr, alles sehr harmonisch und sehr hübsch verlaufen. Im September 1978 waren wir in einem Urlaub auf Korfu und hatten Gelegenheit, von dem Hotel einen dreitägigen Abstecher nach Athen und mit einer anschließenden Schiffsreise nach Mykonos zu machen. Hier sind wir zurzeit auf der Akropolis. Meine Frau zeigt die Säulen, die ja bekanntlich die ganze Akropolis auf 48 dieser Säulen steht. Wir fanden das alles sehr interessant, aus dieser früheren Zeit so ein gewaltiges Bauwerk zu sehen. Wir hatten auch eine Führung dabei und es wurde uns alles erklärt. Und diese Fahrt wurde vom Hotel unentgeltlich uns zur Verfügung gestellt, auch die Schiffsreise. Und wir haben diese Gelegenheit natürlich wahrgenommen, um das mitzumachen. Inzwischen sind wir nun schon wieder zurück von dieser Reise und sitzen am Strand von Korfu vor dem Hotel. Und meine Frau hatte Geburtstag, der nächste Tag war unser Abreisetag. Und es wurde hier schon gefeiert. Allerdings, die Gäste wussten noch nichts davon. Das stellte sich erst später heraus. Wir hatten einen Kassettenrekorder mit und hatten uns eine Kassette gekauft mit griechischer Musik. Und hier sieht man, wie so Tagi getanzt wird. Und wir hatten schon Gelegenheit gehabt, in dem Hotel selbst an einem Kurses teilzunehmen, wo uns dieser Tanz beigebracht wurde. Es war alles sehr recht lustig und viel Wein gab es ja sowieso und zu trinken hatten wir also genug. Und hier, meine Frau dreht sich im Kreise und der Abschied am nächsten Tag war natürlich doch nicht so schön, weil einige da bleiben mussten und wir dann alleine nach Hause fuhren. Die Gelegenheiten von hier, von diesem Strand mit Schiffen die ganze Insel zu besuchen, war ganz großartig organisiert. Es war niemals langweilig in dieser Hotelanlage. Und wir haben immer noch gerne daran zurückgedacht, an diesen wunderbaren Urlaub. Die Damen haben hier schon mal wieder einen Solo-Einsatz gegeben. Und inzwischen hatte ich hier auch noch Getränke besorgt, und damit die Sache noch ein bisschen abgerundet wurde. Und inzwischen hatte sich dann auch herumgesprochen, dass meine Frau Geburtstag hatte. Und die Gäste kamen dann zum Gratulieren, wie man hier schon sieht. Und das Wetter war also wirklich ganz prima, man sieht das hier aus den Bildern. Und die Herren haben auch gratuliert, ausgiebig. Und jetzt hier sehen wir noch ein Bild aus unserem Hotelzimmer, eine Abendstimmung. November 1971. Ein kurzer Trip während unseres Winterurlaubs nach Torolominos an die Costa del Sol. In wenigen Stunden vom regnerischen Deutschland mit dem Jet nach Malaga. Andalusien empfing uns mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Bereits am Nachmittag sammelten wir die ersten Eindrücke am Strand von Torolominos, Benalmádena. Die Appartamentos Alegranza waren für die nächsten 14 Tage unser Zuhause. Zwei Schwimmbecken standen zur Verfügung, aber bei kühlen Wassertemperaturen fanden nur ganz beherzte den Weg in das Nass.
Wir versagten uns einen Ausflug nach Granada und kauften uns stattdessen einen fertigen Film. Die Qualität ist zwar recht mangelhaft, lässt aber doch die herrlichen Bauwerke aus maurischer Vergangenheit erkennen. Von den Bergen des Palastes des Kalifen erkennen wir die Alhambra, die Kathedrale im Renaissance-Stil und von der Schlosskapelle ein Gesamtblick auf die Kathedrale. In den Zigeunerhöhlen von San Michele werden künftige Tänzerinnen ausgebildet und geben uns einen Eindruck spanischer Folklore. Dann ist es soweit. Es naht die Stunde des Rückfluges, schnell gehen die Urlaubstage zu Ende, die Mühen des Alltags nehmen wieder Besitz von uns. Rome, 1969, mein erster Super 8-Film. Mein Name ist Harry, genannt Dirty Harry oder Helen Thrill. Ich bin seit 1969 in Deutschland mit größeren Pausen, wo ich zurück nach England gehen musste. Ich bin hauptsächlich hier wegen der deutschen Männer, die mir nie enttäuscht haben. Ich vertone meine Filme immer mit den Lieblingsliedern meiner Mutter. Oh, we don't have a barrel of money. Maybe we're ragged and funny, but we're jogging along. Singing a song side by side. Don't know what's happened tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow, but we're rolling along, singing a song side by side. Ich kam nach Deutschland in 1969. Wegen dieser Herr. Ich habe ziemlich kurz danach bemerkt, um was es ging. Und deswegen habe ich ihm mit Filzstift aus meiner Super 8 Filme ausgestrichen. Mit der Hoffnung, dass ich ihm damit aus meinem Leben auch total ausgestrichen habe. Das ist meine Mutter. Meine Mutter ist irisch, sie kommt aus Roscommon in der Süden von Irland. Die ist einfach die tollste Frau, die ich kenne. Diese Aufnahme hat mein Vater, Harold Wasnage Senior, der ein echter Yorkshire-Mann ist, genommen. Wie Sie sehen, die Kamera sittet nicht, wie bei mir sonst. Das ist unsere Straße, es ist erst nach dem Krieg gebaut, die rechte Seite, die linke Seite ist vor dem Krieg gebaut.
Meine Mutter und ich haben die beste Verhältnis. Mein Vater auch, da ist er nach dem Krieg, ich meine nach der Arbeit. Diese Vogelhaus ist aus Beton gemacht. Und mein Vater nach der Arbeit, meine Mutter spielt vor den Kinos in der Süd von Yorkshire Akkordeon. Hier übt sie zu Hause. Wir haben praktisch angefangen, Weihnachten hier, unser erster Weihnachtsfilm. Da war der Kleine an den Viertel, das war 1970 rum. Wir haben vom Vati die Filmkamera geschenkt bekommen. Er hat sich eine etwas bessere gekauft. Und da wir Kinder hatten und er meinte, nein, du könntest, habt da wenigstens ein Motiv. Und so haben wir überhaupt angefangen zu filmen. Wir haben eigentlich das Film, wir filmen sehr gerne, weil wir später mal auch den Kindern zeigen wollen, wo wir gewesen sind, was sie so angestellt haben, gemacht haben, wie sie sich bewegt haben, dass man so eine kleine Erinnerung hat. Denn sie haben selber auch jeder ein Fotoalbum, aber da sieht man ja nur Ausschnitte, immer je ein Bild und dann die ganze Familie und die Bewegung, das ist doch mal schöner für später festgehalten. Die beiden Söhne, der Kleinere ist der Jens, der Große der René. Und die haben sich da eine Lego-Stadt aufgebaut. Und statt mal Autos drauf fahren zu lassen, wurde der kleine Hamster Niki raufgesetzt. Und der war ganz putzig immer. Und damit er auch sein Häuschen entdeckt, haben wir so ein paar Nüsschen reingelegt. Naja, und zum Schluss sieht man ja auch, er entdeckt sein Häuschen und krabbelt einmal durch die Lego-Stadt. Der war sonst auch sehr putzig. Man konnte ihn auf den Kopf setzen, in eine Hosentasche reintun. Und war ein richtiges kleines Spielzeug für Kinder. Nein, das war etwa im Jahre 71 oder 72 und da wurde der René eingeschult und wie es so üblich ist, der Große muss immer voran und der Kleine kriegt auch eine Schultüte und man weiß nicht, wenn sie heutzutage noch die Bilder sehen, ob sie sich noch so gern daran erinnern. Ja, wenn wir also Urlaub machen, dann besuchen wir immer sehr gerne Tierparks, die Tiere und die Kinder mögen die Tiere furchtbar gerne und wir besuchen immer ganz gerne einen Tierpark in Ferien für die Kinder, denn in einer Großstadt kriegt man wenig Tiere zu sehen und auch, dass man sie streicheln darf, das entfällt ja dann doch. Wenn wir ein bisschen längeren Urlaubsfilm machen, dann machen wir zwischendurch eine Pause, damit jeder sich ein bisschen überlegen kann und Schluck zu trinken sich holen kann. Und dann ist es auch nicht ganz so eintönig und dann wird zwischendurch allerhand gefragt und dann ist es ein bisschen besser, wenn eine Pause zwischendurch entsteht. Das hier, was jetzt kommt, ist eine Hochzeit. Die ist in Fulda, Kreis Fulda, in Alterfeld. Das ist ein ganz kleines Örtchen. Und bei so einer Bauernhochzeit ist es recht lustig. Da kann ich mich noch entsinnen. Da kam als erstes Forellen auf den Tisch. Und jeder sollte als Vorspeise eine ganze Forelle. Und da streikten dann die Kinder beim Essen und meinten, das ist doch schon ein ganzes Gericht. Da kann doch gar nichts mehr nachkommen.
hinterher gab es dann noch Fleisch und Kotelett und diverse Braten. Also es war wirklich, man konnte es kaum schaffen. Und als das zu Ende war, kamen noch Kuchen und Eis, Sahne und Pudding. Und man war also wirklich für den Tag über gefüllt. Und als dann hieß, nachher Abend auch mit den Getränken ein bisschen verdauen. Und man wollte abends gehen, dann gab es noch eine Riesenplatte mit Hackepeter und kalten Platten. Und das war unmöglich zu schaffen. Und das Schönste für den nächsten Tag nach der Hochzeit war, dass wir nochmal hinfuhren. Und der ganze Hochzeitsgang, es gab alles nochmal zum Essen. Und auf dem Bild sind die beiden Freundinnen und es ist ja dann doch immer recht amüsant. Eine heiratet, eine bleibt noch ledig. Und um das so ein bisschen überbrücken und dann kommt auch Kinder ins Gespräch, wann die kommen. Und dann wurde der Kleinste sich gekrapscht, weil der sich noch am besten knuddeln ließ. Und hier einmal so in Pose verstellt, das war so ein Gag mehr von mir, da hatte ich ins Kaufhaus gegangen und habe mir so eine blonde kurze Perücke, eine schwarze war längere und so eine ganz fesche rote Perücke gekauft, um mal zu sehen, wie ich meinem Mann gefalle, wenn ich mich mal so halt ein bisschen verändere. Denn Haare färben ist sonst nicht mein Fall. Der Anblick der Stadt aus einer gewissen Höhe und etwas entfernt verschafft mir Distanz zu mir selbst und zur Welt im Allgemeinen. Schon wieder liegt eine Nacht hinter mir. Wer weiß, was mir heute wieder blüht. Je mehr mein Fleisch nachlässt, desto mehr strenge ich mich an. Das sich erheben aus dem Bett, ganz gleich, ob der Schlaf ruhig oder unruhig gewesen ist, der Griff zum Bademantel, der Gang auf die Toilette und der erste Blick aus dem Fenster. Jahrzehnte gleiche Vorgänge. Ich sehe ja furchtbar aus. Ich mache jetzt Gesichtsgymnastik. Fläumchen, 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 Fläumchen. All of us are very sweet. Als wäre es nur Sand, als wäre es nur Kies, so schritt ich über diesen kostbarsten aller Teppiche. Ich liebe meinen praktischen Beruf und arbeite hart, im gastronomischen Dienstleistungsgewerbe, bin aber irgendwie geprägt von künstlerischen Interessen. Heute habe ich beschlossen, das Frühstück zu meiner Entspannung zu nutzen und werde die Kanne voll austrinken und die dunkelbraunen Frikadellen nicht liegen lassen.
Bevor ich zur Arbeit gehe, bereite ich mich auf ein Telefonat vor mit meinem lieben Stammgast Eleonore von Solms-Hohensolms, geborene Salm Reiferscheid-Krautheim. Die eine Großmutter ist eine Leiningen-Westerburg, die andere eine Waldburg-Assumstadt. Mein Film hat heute Premiere, ein Film für dich und mich. Weihnachten 68. Es ist der 24. Dezember. Wieder einmal nicht ein bisschen Schnee. Hurra, es schneit. Nun kriegen wir doch eine weiße Weihnacht. Während ich die Geschenke verpacke, schmückt Heinz vorbildlich den Weihnachtsbaum. Prost! Mit viel weihnachtlicher Hausmusik und mit Gesang verbringen wir diesen Abend. Ist der erste Feiertag. Durch die ganze Wohnung geht ein wunderbarer Gänsebratenduft. Der Berliner sagt, eine gut gebratene Jans ist eine gute Jabe Jottes. Dezember, mein Geburtstag.
Kreise der Familie feiern wir abends meinen Geburtstag und Heinz sorgt für die nötige Stimmung. Die Festtage sind nun vorüber und das neue Jahr steht vor der Tür.